Damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Timberborn hier bei uns im Kanal, den Junkie Monkeys. Ich bin der Mintmay und ja, es wird mal wieder dunkel, aber ihr seht schon, wir sind hier dabei, unseren Schleusenbereich zu bauen mit dem Übergang. Unsere flinken Biber sind auch schon ganz fleißig im Gange und schwimmen hier so ganz cool rum. Dafür musste man nur so eine Treppe ins Wasser bauen, da muss man erstmal drauf kommen, ne? Muss man auch dazu sagen. Dann habe ich hier noch ein zweites Gebäude hingesetzt, ein neues, und zwar ist das ein Schlepperbus. Ein Schlepper unterstützen Arbeiter innerhalb ihres Distrikts beim Transport von Gütern und steigern so deren Produktivität erheblich. Bonus für Arbeitsstärke plus 100%. Ich denke mal, das ist vielleicht ganz effektiv, wenn wir das haben. Hier habe ich noch einen hingesetzt, aber ich denke mal, ich werde den zweiten wohl hier in dem Bereich mit hinsetzen. Die haben bestimmt auch so einen Radius, den sie ausfüllen. Nee, noch nicht. Okay, müssen wir dann mal gucken, wenn das Gebäude steht. Das werden wir nämlich jetzt mal auf muss schnellst fertig werden klicken, auf gut Deutsch gesagt. Damit wir das bauen können. So. Ja, Holz habe ich hier hinten dann wieder mal gestartet. Die Abrodung. Dass das weitergeht. Und hier sind sie halt ganz fleißig im Gange, meine Bibers. Jetzt wollte ich bloß schon mal gucken, dass wir hier das schon mal platt machen. Weil wir es im Endeffekt nicht mehr brauchen. Weil wir ja hier oben uns eine neue Ecke gesetzt haben. So, daraufhin kann ich dann auch hier die Sammelfahnen entfernen. So. Und den haben wir schon genug Getriebe wieder? Ne, haben wir noch nicht. Die sind aber auch am Rumtrödeln. Ja, Planken ist gerade so ein bisschen Mangelware bei mir. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das wird schon wieder. So, nahrungstechnisch ist das hier alles okay. Diesen Weg werde ich mal entfernen. Ich hatte nämlich erst vor, das hier hinten in die Ecke zu setzen, aber das bringt uns ja auch nicht weiter. So, dann haben wir natürlich einen Haufen arbeitslose Biber und die müssen wir aber beschäftigen jetzt. Deswegen, Attacke. Das wäre jetzt hier nach und nach mal ein bisschen was. Was machen die hier eigentlich? Ach, das ist noch gar nicht gebaut, ne? Da warten wir noch mal ein bisschen mit. Genau wie mit den Lagerhäusern. Hier könnten wir mal zack das in Betrieb nehmen. Das können wir auch in Betrieb nehmen und das auch, damit wir diese ganzen Arbeitslosen mal loswerden. Und dann müssten wir jetzt auch langsam mal unsere Nahrung ein bisschen im Auge behalten. Weil die geht nämlich jetzt rapide runter hier, ne? Wenn ich bedenke, was ich mal hatte an Vorräten. Aber da werden wir jetzt gleich hier nochmal diese Fläche nutzen und die mit Kartoffeln zukleistern. So. Läuft. Ja, hier fehlt eindeutig Wasser. Aber das ist nicht so schlimm. Es läuft. Es wird besser. Die Pumpen arbeiten im Dauertakt. Also ich hätte schon so eine Wasserkapazität von 1200 bis 1300. Wäre schon mal ganz cool. So. Holz geht natürlich auch rapide zur Neige. Aber das ist natürlich jetzt, das liegt auch ein bisschen hier dran, weil das ist natürlich so ein teures Bauobjekt hier immer. Wir haben gerade auch wieder viel im Gange. Jetzt ist dieser Schlepperposten fertig. Alter Schwede. Da kann man aber Leute beschäftigen. Das hätte ich so nicht gedacht. Vielleicht sollten wir so einen Schlepperposten hier auch nochmal hinsetzen.
Im Industriegebietsbereich hier. Die Frage ist bloß, wo? Hier wäre Platz. Arbeit, Schlepperposten. So. Und dann schnellstmöglich bauen. Dann unterstützen die da erstmal ein bisschen. Okay, Schlepper unterstützen Arbeiten innerhalb ihres Distrikts beim Transport von Gütern und steigen so deren Produktivität erheblich. Bonus für Arbeit Stärke plus 100%. Schlepper sind die stärksten aller Weber und ziehen auch vor schwerer Arbeit nie die Route ein. Okay. Hört sich gut an. Haben die jetzt einen Bereich so, den die abarbeiten? Ja, haben sie. Okay. So, dann wenn ihr den gebaut habt, dann setzen wir den auch gleich wieder in Standby. Da werden wir dann viele Biber brauchen. Aber erstmal müssen wir unsere ganze Situation hier sowieso in den Griff kriegen. Jetzt kommen hier erstmal schön Möhrchen rein. So, und jetzt machen wir hier nochmal was anderes. Und zwar, wenn wir dann alle erstmal alle Arbeiten hier soweit erledigt haben, möchte ich ganz gerne diesen Staudamm wegreißen. Oder diese Barriere entfernen. Aber hier haben wir gleich schon mal, das ist gleich schon fertig. Das ist richtig geil. Fehlen nur noch Planken eigentlich. Und dann können wir hier schön den Weg lang ziehen. Und hier unten anschließen. Das wird lustig. Aber jetzt ist natürlich gerade wieder Flaute. Wir packen auch ruhig mal 10 Schlepper rein. Aber eigentlich ist es jetzt ja Quatsch. Das geht ja ruckizucki hier, ne? Wir machen den mal leer. Und packen die mal hier hin. Dann die mal hier die Ressourcen ein bisschen verteilen. Im Industriebereich, dass das ein bisschen schneller geht. Okay. Habe ich jetzt hier gar keine Schlepper? Wo sind die denn alle? Okay, was macht er jetzt? Schlepperposten. Der schleppt jetzt quasi das Holz. Aha. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Der schleppt das Material durch die Gegend. Das ist ja mal richtig geil. Der nimmt hier quasi im Industriegebiet viel Arbeit ab. So, was macht ihr so? Er arbeitet in, lebt in Hütte. Und der schleppt auch. Ja, Freizeit kommt hier ein bisschen zu kurz bei uns. Merkt man schon an den Bibern. Aber ich finde das auf jeden Fall jetzt schon mal geil. Das läuft jetzt hier richtig schnell.
Das gefällt mir. Und hier ist auch unser Weg auch fertig. Dann werden wir den doch jetzt schon mal ziehen. So. Jetzt müsst ihr nur mal gucken. Können wir hier eine Leiter hinbauen? Natürlich nicht. Wir könnten hier eine hinbauen, hinter den Fässern lang. Ob es genutzt wird, ist eine andere Sache. Aber wir bauen es. Obwohl, hier könnte ich eigentlich noch richtig viel Wassertanks hinsetzen, ne? Nee, wir bauen es nicht. Wir ziehen unseren Weg. Schön hier runter. Und schon haben wir hier eine Verbindung. Hoffe ich zumindest, dass die jetzt steht hier. Ja. Und zack, jetzt gehen sie so rum. Geht schneller. Zu ihren Arbeitsplätzen. Sehr gut. War doch eine gute Idee, das zu bauen. War eine sehr gute Idee. Da werde ich gleich mal beim Bier nippen. So zufrieden macht mich das. So. Wie sieht das jetzt hier oben aus? Passiert hier auch mal was? Nicht wirklich. Aber Nahrung wächst. Hier läuft das alles. Das ist schon mal gut. So, jetzt werden wir mal Folgendes machen und werden mal die Barriere hier entfernen und werden das Wasser zum Fließen bringen. Das setzen wir jetzt mal auf hohe Priorität, weil ich mal wissen will, was hier passiert. So. Da müssten dann auch bald die ersten kommen und sich mal darum bemühen. Halt, ich brauche hier wahrscheinlich einen Weg, ne? Nope. So. Weil dann könnten wir das Wasser befreien, dann kann es so laufen. Ach, guck mal, hier ist noch eine Barriere. Ach, so eine Scheiße aber auch. Hier sind mehr Barrieren wie alles andere. Das ist echt assi. So, los, komm. Hopp, hopp, hopp. Geht denn hier keiner hin? Wofür beschäftige ich euch? Oder könnt ihr die nicht abreißen? Beschleunigen wir das mal. Da muss doch mal einer hinkommen hier. Hallo? Tja. Anscheinend hat keiner Lust, diese Barriere abzureißen. Oder das geht wirklich nur in der Dürrezeit. Müssen wir vielleicht eine Dürre abwarten? Weil irgendwie hat gerade keiner Lust, so wirklich dahin zu gehen und was zu machen. Komisch. Komisch, aber wahr. Die ist schon fast traurig, oder? Das machen die bestimmt nur, wenn Dürre ist. Auf jeden Fall sind sich hier alle fleißig am Ernten. Das ist das Wichtigste. Die Schlepper unterstützen hier auch ganz gut. Aber hier klappt das irgendwie nicht. Oder ist das, weil der Bereich zu weit entfernt ist? Kann doch gar nicht sein. Ja, das kann sein. Dass es nicht in dem Bereich liegt von dem.
Wenn ich jetzt hier einen neuen hinbaue. So, einmal Bauarbeiter umkommt, dann ruft Priorität nach ganz oben. Da gehen sie sofort ran. Pass mal auf, weil da noch keine Unterkunft war, konnten sie nichts machen. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass es daran liegt. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Glaube ich nicht. So, wie sieht das hier aus? Wassertechnisch? Da sollten wir uns vielleicht auch mal Gedanken machen. Bevor die nächste Dürre kommt. Und wieder ganz doof denn hier wieder stehen. Ich würde sogar sagen. Planken 54, Getriebe, einmal den nächsten bauen. So, das ist jetzt fertig und reicht trotzdem nicht bis dahin. Hat sich ja gelohnt. Das hat sich ja gelohnt hier. Wir müssen mal abwarten, wenn das Wasser weg ist. Ob dann was passiert. Oder wir bauen da Podeste hin. So ein Podestweg. Um zu testen, ob es geht, natürlich nur, ne? Aber eigentlich ist es auch doof. Na gut, okay. Wir kriegen das schon noch irgendwie hin. Bin ich ganz optimistisch eigentlich. So, hier ist der zweite Wassertank schon fertig. Dann können wir den vierten, den vierten auch schon bauen. So, die werden wir entleeren. Den auch. Und dann werden wir hier ganz viele kleine anders hinsetzen, auf jeden Fall. Aber ich will das Wasser nicht weghauen. Da passiert hier gar nichts. So. Die Dachterrassen werden wir mal bauen. Holzscheiter haben wir genug. Dass die sich hier ein bisschen wohler fühlen, unsere Biber. Ja. Und den Bereich hier. Abriss. Das könnt ihr schon mal komplett entfernen. Hier bauen wir nämlich noch Pumpen hin. Eigentlich könnten wir den wegreißen. Dann machen wir hier. Machen wir hier kleine Wassertanks hin oder große? Wir reißen hier die weg.
Dann bauen wir hier große Wassertanks hin. Wie haben wir die denn gebaut? Die stehen so. Ja, dann stehen wir die doch auch so hin. So. Und dann hier noch Straße. Dann passt das doch schon. So, und hier hatten wir ja gesagt, nochmal zwei Pumpen. Wenn es gehen würde. Ach, hier ist so ein Absatz drin, ne? Das ist ja doof. Blöd. Blöd. Aber wir haben ja was gelernt. Und zwar, haben wir gelernt, dass man auf so Podesten sehr, sehr geil bauen kann. Also, erweitern wir das doch hier mal mit Podesten. So, hier genau das gleiche. Dann kriegen wir hier nochmal ein paar Pumpen hin. Perfekt. Das sieht doch gut aus. Das können die dann jetzt schön bauen. Hier passiert immer noch nichts wahrscheinlich. Ne, immer noch nicht. Die wollen nicht. Die haben aufgegeben. Und hier klappt das auch mit den Kartoffeln jetzt mittlerweile ganz gut. Nahrung steigert sich extremst bei uns. Extrem. Aber Lagerhäuser ist noch Platz jede Menge. Das ist schon mal sehr gut. Ja, schade. Ich habe eigentlich gedacht, ich kann das hier mit dem Wasser so. Schade. Vielleicht besteht hier die Möglichkeit, das könnten wir ja mal testen. Hier ist ja sowieso trocken. Wenn wir jetzt hier mal eine Treppe hochbauen. Dann bauen wir hier eine Treppe hin. So. Ah. Sag mal, komme ich hier nicht durch? Ach, hier kriegt das schon hin. Ja, der ist zu weit von Bauarbeitern entfernt. Okay. Das müssen wir irgendwie anders handeln. Wenn ich hier oben wirklich später Getreide pflanzen möchte, müssen wir das anders handeln. Klare Sache. Ne? Aber jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass wir die Wasserproduktion auf ein Maximum kriegen. Hier würde so, glaube ich, noch einer hingehen, oder? Ja. Schau mal einer an. Da müssen wir nur uns ein bisschen reindrehen, dass wir hier die Straße hinsetzen können. Und da bahnt sich auch schon die nächste gottverdammte Dürre an. Aber das soll gelacht. Das ist doch gelacht für uns. Das kriegen wir hin. Ne? Das kriegen wir hin. Es ist, liegt jetzt nur noch an Getrieben.
Ne? Das setzen wir jetzt mal plankentechnisch. Wir setzen das jetzt mal alles auf Pause. Weil die haben natürlich jetzt alle Planken hier hingeschleppt. Und setzen das mal auf hohe Priorität hier. Dass wir hier nochmal schnell ein paar Wasserpumpen bauen können. Und da bin ich auch gespannt, wenn die Dürre kommt, ob das jetzt dann hier funktioniert mit unserem Schleusenbereich. Das würde mich echt interessieren. So, hier hat sich noch nicht viel getan. So, da können wir schon die nächsten Pumpen bauen. Wieso geht denn das jetzt nicht? Ah ja, man muss sich auch drehen. Sehr schlau. 1, 2. Geht doch. So, hier genau das gleiche. Und dann können wir uns das hier alles schön mit Pumpen vollknallen. Und wenn das passt mit den Staudämmen, so wie ich mir das vorstelle, dass das dann hier stehen bleibt, so wie das hier passiert ist, haben wir quasi eine unersättliche Wasserproduktion. Wäre auf jeden Fall toll. So, den nehmen wir jetzt auch in Betrieb. Diese 4 Getriebe, die haben wir schon da. Und dann sollte das eigentlich schon kein Problem mehr sein hier. Mittlerweile versorgen wir ja extrem viele Leute. Ich denke mal, das Arbeiterlager werden wir dann außer Betrieb nehmen. Und werden das dann mit Pumpen besetzen. Und hier ist der Fortschritt eigentlich schon so weit, dass bevor die Dürre kommt, dass die das noch abernten hier. Definitiv. Das sieht gut aus. So, Sammlerposten einmal ausschalten. So, Pumpen. Da fehlt ein Arbeiter. Wo ist der? Ach, die sind bestimmt hinten hingegangen. In das Verteiler-Dings hier. Glaube ich. Wo geht ihr denn alle hin? Wo fehlen denn so viele Arbeitskräfte, dass hier mal alle verschwindet? Wo sind die denn alle? Holzfäller fahren ist es nicht. Bauernhaus, Distrikt, Bauarbeiter, Unterkünfte könnte es sein. Aber okay. Wasserproduktion. Maximieren. Das sieht doch schon mal was aus hier. Für die nur noch ein kleines Boot, ne? Hat was. Hat was. Aber
Wir gucken natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht und ob das auch alles mit der Dürre klappt, was wir uns vorgenommen haben. Ich bin da sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch sehr gespannt drauf. Ich verabschiede mich von euch. Wenn ihr natürlich in Zukunft ganz, darf ich nicht vergessen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von Timberborn, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr seid immer auf dem Laufenden. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.